Intime Einblicke bei Schlagerstar Michelle und ihrem Freund Sänger Erik Philippi. Die beiden zeigen sich quasi blank, bekleidet nur mit einem Stringtanga. Zu sehen aktuell auf Instagram. Und das aus gutem Grund. Michelle ist 53, Erik Philippi gerade mal 27. Und dies scheint einige Menschen immer noch zu stören. Michelle erhält deshalb Hassnachrichten auf ihren Social-Media-Plattformen. Darunter Kommentare wie: Ekelhaft. Hat sich die Mumu auch schon verjüngern lassen nach den ganzen Vorgängern? Mit Mutti on Tour. Mit dem Enkel am Keyboard. Sehr schön. Ups. Sieht aus wie eine Omi im Rollstuhl. Fast wie in einem Altersheim. Doch jetzt dreht sie den Spieß um und stellt ihre Hassfollower an den Pranger. Die Botschaft lautet: Gegen Hass im Netz. Ein herzliches Beileid an alle Menschen, die denken, sie müssten andere auf übelste Art und Weise beleidigen, um sich besser zu fühlen. Erinnert euch an Liebe, schreibt Michelle unter ihren Post. Dafür erhalten Michelle und Erik von vielen Zuspruch. Neben zahlreichen Fanposts erhalten die beiden auch Glücksbotschaften von ihren prominenten Kollegen. Sängerin Vanessa Mai postet ein rotes Herz. Reality-Star Joelina Drews schreibt: Feier euch dafür, genau so. Dicke Umarmung an euch zwei. Und Schlagerstar Mia Julia bringt es auf den Punkt. Ich weiß nicht, warum gewisse Menschen das Alter von anderen so respektlos runtermachen. Was machen sie selbst irgendwann? Ab 40 die Klippe runter? Schämt euch. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sexy Michelle auch mit 53 noch ein absoluter Hingucker. Und Erik Philippi natürlich auch. So viel Zeit muss sein.